Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das schnellste Wi-Fi der Welt und die Firma Devolo ist deswegen auf mich zugekommen und hat mich gebeten, ihre nagelneuen Mesh Powerline Adapter vorzustellen, die als erste mit diesem neuen Standard arbeiten. Ich war darüber ziemlich dankbar, denn Devolo hat in der Vergangenheit einmal ein großes Problem von mir gelöst, das ich mit dem WLAN hatte, und darum soll es heute gehen und um diese neuen Adapter. Und weil das Ganze eine Kooperation mit Devolo ist, seht ihr hier oben auch Werbung stehen. Zunächst mal muss ich zugeben, Devolo hätte sich kaum jemanden aussuchen können, der ein besserer Use Case ist. Für mich ist WLAN wirklich wahnsinnig wichtig. Und zwar nicht, weil ich, wie wahrscheinlich viele von euch, ständig YouTube gucke oder Netflix oder sonst was streame. Das mache ich nämlich praktisch gar nicht. Aber natürlich bin ich beruflich ziemlich viel am Downloaden, Uploaden. Ich mache Podcasts, ich mache Videos, ich mache für andere Videos. Außerdem habe ich hier im Haus jede Menge WLAN-fähige und WLAN-bedürftige Geräte, zum Beispiel einen Drucker, ein Haustürschloss, viele Thermostate. Dann natürlich meine Musikanlage, die über das ganze Haus verteilt ist. Und nicht zu vergessen, viele, die meinen Kanal schauen, schauen ihn ja wegen des Wechselrichters im Keller, der Wallbox vor dem Haus, mit der das Überschussstromladen auch nur dann funktioniert, wenn Wechselrichter, Smart Meter, Wallboxen per WLAN miteinander in Kontakt sind. Und natürlich kamen in den letzten Monaten noch dazu viele, viele Videokonferenzen, Zoom-Webinare, Homeschooling hier im Haus, Homeoffice und das alles gleichzeitig. Also ein riesiger Bedarf an stabilem, gutem Internet im Haus. Und man kann sagen, für mich macht das dann schon einen Unterschied, ob, sagen wir mal, so ein 2 GB Video in 2 Minuten hochlädt oder in 10. Das ist halt schon ein erheblicher Faktor. Und ungefähr um den Faktor ging es bei mir. Denn ich wohne hier in einem Haus, das eigentlich nicht besonders günstige Voraussetzungen bietet. Ich habe ein Haus, eine Doppelhaushälfte, die Holzböden hat, in die, was weiß ich, auch immer reingeschüttet wurde in den 50er Jahren. Schlacke, aber vielleicht auch Nägel, was auch immer. Dann wurde hier einige Male umgebaut. Es gibt Stahlträger, die durchs Haus laufen. Es gibt einen Teil, der ist Beton. Ein Teil, wie gesagt, ist Holz. Und entsprechend hatte ich schon immer riesige Schwierigkeiten mit dem Internet. Ich hatte einen Tarif mit 500 Megabit pro Sekunde im Download und 50 im Upload und habe davon ja den Upload meistens nutzen können, aber bin im Download um die 70 meistens gelandet. Und das ist halt schon ein bisschen blöd, wenn man 550 bezahlt und dann bei 70, 40, 45 landet. Ich habe eine ganze Menge versucht in den letzten Jahren. Ich hatte eine Fritzbox, ich hatte Repeater, 2 Powerline-Adapter von Devolo schon, um es übers Stromnetz zu machen. Ich habe die Decke durchgebohrt und LAN-Kabel gelegt und dann dort eine Time Machine als Repeater installiert. Ich hatte am Schluss 2 Time Machines im Haus und alles das kombiniert und immer neu ausprobiert. Alle 2-3 Tage da mal ein- und ausschalten alles wieder und dann hatte ich eben so 70-40 statt 550. Und dann kam vor einigen Wochen schon die Firma Devolo auf mich zu und hat mir ihre Kits vorgestellt, die eben eine besondere Eigenschaft haben, nämlich sie verbinden 2 Techniken wunderbar miteinander. Das eine ist die Powerline-Technik und das andere ist die WLAN-Mesh-Technik. WLAN ist euch ja klar, das sind Wellen, die durch die Luft geschickt werden. Die können natürlich gestört werden, wie ich beschrieben habe, von dem, was da in den Decken ist, keine Ahnung was, von Stahlträgern, von Betonwänden, von allem Möglichen. Was ich ja dann schon gemacht hatte, waren Powerline-Adapter. Die nutzen wiederum die Stromleitung als Backbone und verteilen über die Stromleitung von Adapter zu Adapter das Signal. Die sind auch anfällig. Die sind anfällig zum Beispiel für starke Trafos an elektrischen Geräten. Das heißt, auch die haben ihre Tücken. Und die Adapter, die mir Devolo eben geschickt hat, die kombinieren diese beiden Prinzipien. Das heißt, sie verteilen über die Stromleitung zwischen den Adaptern die Daten und gleichzeitig senden sie WLAN-Strahlen aus, die über ein Mesh zu einem praktisch hausübergreifenden Netz verwoben werden. Man steckt die kompletten Adapter nebeneinander in eine Dose und stellt die erstmal aufeinander ein. Das kann ich jetzt euch nicht mehr zeigen, ist schon zu lange her. Ich habe einen Adapter im Keller, der praktisch kommuniziert mit dem Wechselrichter und das Signal vom Wechselrichter zum Beispiel zur Wallbox senden kann. Dann habe ich einen im kleinen Bad, der ist am nächsten an der Wallbox dran. Dann habe ich einen im Arbeitszimmer, das ist auch der Hauptadapter, von dem aus über LAN-Kabel dann eben das Internet über die Box verbunden ist. Dann habe ich einen im Wohnzimmer, wo natürlich am häufigsten auch Musik gehört wird.
Und dann im oberen Geschoss habe ich zwei Adapter, einen im Schlafzimmer und einen vor den Kinderzimmern, sodass da auch eine gute Abdeckung ist, bis hoch ins Dachgeschoss, dass man da auch mal arbeiten kann oder Musik hören. Ihr könnt jetzt hier in der App sehen, dass man den Überblick über sein gesamtes Mesh hat. Man sieht alle Adapter, man kann ihnen Namen geben, man sieht, welche Datenraten sie haben. Es gibt auch noch eine Desktop-App, die heißt Cockpit. Da kann man dann jeweils sogar sehen, wie die Datenraten bidirektional verlaufen. Und in dieser App kann man jeden einzelnen Adapter einrichten, zum Beispiel die im Schlafzimmer, da geht nachts das Licht aus. Oder man kann das WLAN komplett abschalten nachts. Man kann eine Zeitsteuerung programmieren, eine Kindersicherung sozusagen auch noch programmieren. Man kann ein Gästenetzwerk einrichten, das dann einfach mit einem QR-Code weitergegeben werden kann an Gäste, die sich dann schnell einloggen, ohne ins Hauptnetzwerk zu gehen. Also viele Funktionen, die man gut brauchen kann und die man nicht vermissen will, sind in dieser App zusammengefasst. Und es gibt auch einige Tricks, die man beachten muss, wenn man die Adapter einsteckt. Ich muss auch noch ein bisschen mehr ausprobieren, aber zum Beispiel, was ich schon gelernt habe, ist hier unten im Keller, dass man eben nicht nebendran was einsteckt, zum Beispiel hier diese Zeitschaltuhr für den Entfeuchter, sondern dass man das dann direkt in den Adapter einstellt, weil die Steckdosen neben dem Adapter sollten eigentlich am besten frei bleiben. Oder dass man eben nicht unbedingt einen Kleiderschrank vor den Adapter stellt, weil sonst sich das WLAN-Signal auch nicht verbreiten kann. Insgesamt auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung meines WLANs. Und jetzt hat mir eben Devolo dieses Päckchen geschickt. Das sind die Devolo Magic 2 Wi-Fi 6. Das sind die ersten Adapter mit Wi-Fi 6 Standard. Dieser Wi-Fi 6 Standard soll ja 50% schnelleres WLAN noch leisten können. Und wie das funktioniert, da habe ich mir gedacht, da telefoniere ich mal bei Devolo an. Und da habe ich jetzt den Marcel Schüll von Devolo. Hallo Marcel. Hallo Tobias. 50% schneller. Erstmal im Vergleich zu was schneller sollen die sein? 50% schneller als alle anderen Powerline-WLAN-Adapter, die es momentan im Markt gibt. Das ist der Vergleich. Die neuen Adapter Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 unterstützen, wie der Name schon sagt, WLAN 6 jetzt auch. Damit schaffen wir es, eine WLAN-Geschwindigkeit von 1800 Mbit pro Sekunde maximal zu schaffen. Alle anderen Modelle schaffen bis zu 1200. Das sind 50% mehr. Wie funktioniert das mal ganz grob gesagt, dass die jetzt so viel besser sind? Was ist dieses Neue daran? Ja, also wir machen mit den neuen Adaptern den Sprung von WLAN 5 zu WLAN 6. Ein entscheidendes Feature bei WLAN 6, das hat den sperrigen Namen QAM 1024. Das ist hauptverantwortlich für den Geschwindigkeitssprung von 12 auf 1800. QAM 1024 bedeutet ganz einfach, dass man mehr Daten in ein Paket packen kann. Ja, man muss sich das so vorstellen, wir reden immer über Bits und Bytes und über Datenpakete und man bekommt einfach mehr Daten in ein Paket rein. Daneben gibt es noch viele andere Features. Was man häufiger liest, nennt sich OFDMA. Das bedeutet, dass die zur Verfügung stehenden Frequenzen effizienter genutzt werden können. Bisher ist es halt so gewesen, bis WLAN 5, dass ein Endgerät über ein WLAN-Band versorgt wurde. Das war aber recht ineffizient, denn es war nicht möglich, einen Kanal zu 100% auszulasten. Also verschiedenste Datenpakete, die andererseits für verschiedene Endgeräte bestimmt waren, zusammenzufassen. Mhm. Mit UFDMA ist das jetzt möglich. Es gibt ja dann noch einige Sachen, die spannend sind, die es auch schon teilweise jetzt in der letzten Generation gab, wie jetzt Beamforming, also dass sich offensichtlich das WLAN sogar zu mir ausrichtet, wenn ich mich im Raum bewege. Das ist natürlich sehr spannend. Und dann gibt es hier noch den Begriff des bidirektionalen Mumimo. Was habe ich davon? WLAN 5 hat Mumimo unterstützt schon. Mhm. Das war ein großer Schritt vorwärts. Multi-User, Multiple Input, Multiple Output. Das heißt, vereinfacht gesagt, wenn man an einen Zugangspunkt wie beispielsweise einen WLAN-Router zu Hause denkt, da war es mit Mumimo möglich, mehrere WLAN-Datenströme gleichzeitig an mehrere Endgeräte zu senden. Das war schon ein großer Schritt vorwärts. Das macht ja Sinn, weil wir ja immer mehr Endgeräte zu Hause haben. Jetzt wird das Ganze mit WLAN 6 auch noch bidirektional. Das heißt, dass nicht nur gleichzeitig mehrere WLAN-Datenströme gesendet werden können, sondern gleichzeitig auch mehrere WLAN-Datenströme empfangen werden können. Deswegen bidirektional. Und es ist ganz klar, dass das natürlich zur Stabilität beiträgt.
Wie ist es denn mit dem Stromverbrauch von den Dingern? Es ist so, es gibt einen Standby-Modus bei unseren Devolumagic-Geräten. Und im Standby-Modus ist so ungefähr 2 Watt, ja, die die Geräte verbrauchen pro Adapter. Wenn die normal arbeiten, erreichen sie circa 8 Watt. Wenn es um die Spitzenleistung geht, also richtig viele Daten über das WLAN laufen, dann kann es mal hochgehen bis 12 Watt. Für wen sind jetzt wirklich diese neuen Wi-Fi 6 Adapter und wo würdest du sagen, abgesehen davon, dass sich natürlich die alle kaufen sollen, aber wo würdest du sagen, reichen auch zum Beispiel die letzte Generation von den Adaptern? Unter uns beiden würde ich sagen, hört ja auch keiner zu. Es hört niemand zu. Wenn jemand zufrieden ist mit der WLAN-Leistung zu Hause, dann besteht ja kein Grund, das zu ändern oder neu zu investieren, weil er ja zufrieden ist, selbstredend. Ich würde es vor allen Dingen Leuten empfehlen, die sehr, sehr viele Endgeräte haben. Das ist ein entscheidender Vorteil von WLAN 6, weil dieser Standard wirklich eine Menge Verbesserungen bringt für eine Vielzahl von Endgeräten. Vielen Dank, lieber Marcel, für die interessanten Informationen. Ja, dann danke ich dir vielmals, Tobias, für die Zeit, die du dir genommen hast und viel Spaß beim Testen. Super, danke schön. Also die Installation von diesem Setup ist eigentlich sehr einfach. Man hat hier diesen LAN-Adapter. Den steckt man in Nähe des Routers ein und verbindet ihn hier mit dem LAN-Kabel. Und dann hat man diese zwei Wi-Fi 6 Adapter. Die verteilt man dann im Haus, beziehungsweise erstmal zum Einrichten steckt man sie in die Nähe von dem Hauptadapter, sodass ich da dieses Netz aufbauen kann. Das passiert im Grunde alles von alleine und dann funktioniert das. Bei mir ging das ein bisschen anders, weil ich hatte ja schon 6 Adapter und ich wollte eben dann nur 2 weitere ins Spiel bringen. Dafür steckt man die 2 Adapter einfach in der Nähe des Hauptadapters oder des Routers ein und über den Pairing-Knopf kann man sie dann praktisch ins Mesh verbinden und da werden dann auch die ganzen Zugangsdaten ausgetauscht, die Informationen. Und dann braucht es noch eine Weile, bis das Netz gelernt hat, da sind 2 neue Adapter und das alles optimal aufeinander abstimmt. Es gibt natürlich immer einen Unterschied zwischen der Datenrate, die tatsächlich im Mesh herrscht und dem, was dann wirklich für Internet bei rauskommt. Ja, und ihr könnt hier sehen, an meinem Schreibtisch hatte ich mit Speedtest vor der Installation der Wi-Fi 6 Adapter einen Download von 356 und einen Upload von 49,6. Und dann habe ich den Hauptadapter am Router durch ein Wi-Fi 6 fähiges Gerät ersetzt und kam dann auf eine Datenrate von 417 im Download und 51,3 im Upload. An dieser Stelle konnte ich sehen, dass sich Wi-Fi 6 positiv ausgewirkt hat und ich meine, 417 ist nicht wirklich wenig. Damit kann man dann schon ganz gut arbeiten. Ja, schreibt mir gerne unten rein, was ihr für Erfahrungen habt mit eurem WLAN, ob das was für euch sein könnte. Lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieseldad.